Hallo und herzlich willkommen zu Kanal 21 Backstage, heute mit den Revelers. Bei mir sitzt gerade die Sängerin Alexa Warich und der Gitarrist Christian Sender. Schön, dass ihr hier seid. Ja, moin moin. Moin und sehr. So, ihr seid eine Rock-Cover-Band aus Bielefeld. Kommt ihr beide aus Bielefeld? Nein. Beide nicht? Nein, ich bin aus Warburg. Und ich aktuell aus Bückeburg. Warburg und Bückeburg. Mhm. Wie kam denn dann diese Konstellation überhaupt zustande? Marian hat, also unser Schlagzeuger, hat mal bei Facebook einfach mal irgendwann gepostet, dass er irgendwie eine Band gründen möchte und ein paar Leute sucht. Und weil ich noch ein bisschen unausgelastet war, habe ich mich einfach mal bei Marian gemeldet. Und so hat sich das ergeben. Und bei dir, wie bist du dazu gestoßen? Ich habe vorher in einer anderen Coverband mit unserem Bassisten zusammen gespielt, die hat sich dann aber aufgelöst und dann kam Anfang 2015 die Anfrage, ob ich nicht Lust hätte, Rock zu singen, und dann habe ich gesagt, ja, ich probiere es aus, und bis jetzt war es eine gute Entscheidung. Alles klar. Genau, wir haben gerade schon, oder ich habe es gerade schon gesagt, eine Rock-Coverband, die aber auch vor anderen Genres nicht Halt macht. So steht das auf eurer Internetseite. Ja, ja. Und zwar, also eigentlich der ursprüngliche Plan war eigentlich, Schlager zu spielen und dann halt so zu verrocken. Okay. Da wir bis auf Alexa ja alles alte Säcke sind, hat sich so ein gewisses gemeinsames Repertoire einfach ergeben. So, kennst du den Song? Jo, ich kenne den. Ja, super. Da brauche ich nicht viel zu üben. Können wir spielen, ne? Und so ist im Prinzip ein ganz großer Teil des Repertoires zusammengekommen. Ne? Ja. Wie läuft das denn bei der Songwahl dann überhaupt? Ist das dann eine Person quasi oder ist das so ein Miteinander? Wir achten schon darauf, dass die Sänger immer bedienen können. Jeder darf Vorschläge machen, jeder darf Wünsche äußern und wir probieren alles aus. Wenn wir halt merken, wir können stimmlich oder wir können es von den Instrumenten Talsachen halt nicht leisten, dann wird es halt verworfen. Wenn es aber gut klappt, dann wird es aufgenommen und wird so verfeinert, dass wir als Rock-Cover-Band gut damit auf der Bühne leben können. Ja, ich habe das Repertoire, kann man ja auf eurer Internetseite auch finden. Und ja, es ist schon sehr, sehr, sehr bunt, würde ich mal sagen. Also von Wolfgang Petri bis Michael Jackson ist auf jeden Fall einiges dabei. Wenn ihr euch jetzt so zurückerinnert, gab es da irgendwie bestimmte Lieder oder bestimmte Genre, bei denen ihr sagt, das war schon ziemlich schwierig, das so noch zu covern? Ja, wir haben schon so ein paar Sachen gehabt. Ich bin ja von Haus aus Rockgitarrist und spiele auch nicht so wahnsinnig filigran. Wenn es da so eher so der Grobmotoriker, wenn es also Sachen gibt, wo man irgendwie so schwierige Akkorde oder so spielen muss, dann muss ich mich da schon ein bisschen anstrengen. Ne? So, ich spiele seit über 20 Jahren in einer AC/DC-Coverband noch. Und da habe ich irgendwie 15 Jahre lang keinen Mollakkord gegriffen. Ne? Wenn das dann mal wieder gefragt ist, ist das dann schon ein bisschen. Erstmal wieder ein bisschen zum Eingewöhnen, ne? Sweet dreams are made of these. Who am I to disagree? I travel the world and the seven seas. Everybody's looking for something. Some of them want to use you. Some of them want to get used by you. Some of them want to abuse you. Some of them want to be abused. Was reizt euch denn überhaupt am Musik machen, am auf der Bühne stehen? Da hat ja jeder Musiker so für sich irgendwie so ein bisschen seine Motivation. Was ist das bei euch? Ach, es ist eigentlich so, wenn man gemeinsam was macht und daraus einfach was entsteht. Irgendwie. Also, man hat gemeinsam Spaß, man merkt, dass man gemeinsam ja, zumindest für sich selber ein bisschen was rüberbringen kann. Manchmal entstehen spontan Sachen oder man verdaddelt sich halt mal und kommt aus der Nummer dann irgendwie dann doch wieder irgendwie heile raus. Aber es ist einfach dann, es ist das zusammen. So. Wir kommen gerne zusammen, wir verstehen uns gut. Das finde ich auch immer ganz wichtig, ja, dass wir uns gut verstehen. Die Chemie stimmt zwischen uns. Wir können uns offen kritisieren, wir können uns loben. Das ist immer ganz wichtig. Und wir wollen halt Spaß haben. Wir wollen den Leuten unseren Spaß vermitteln. Wir wollen, dass die jubeln am besten.
Machen das eigentlich, weil wir alle Spaß haben an der Musik. The Revelers heißt ja auch die Feiernden, so wie ich mir das gelesen habe. Wenn das Publikum feiert, sind wir alle glücklich. Gut, dann wäre es das soweit von meiner Seite. Vielen Dank. Ich bedanke mich ganz herzlich, dass ihr hier wart. Das war Kanal 21 Backstage mit der Band The Revelers. Vielen Dank. Na, 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 na.